Der Kleiderschrank platzt aus allen Nähten und in der Speisekammer herrscht gähnende Leere. In der Tauschaktion Kartoffeln gegen Altkleider konnten am Donnerstag, den 20.10., alte Staubfänger eingetauscht werden. Univision, die hungrigste Redaktion des Campus, hat sich das Ganze mal angeschaut. Ich habe mit Frau Heindorf gesprochen. Sie ist für die Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich. Frau Heindorf, was bringt so viele Menschen so früh hier auf die Straße? Ja, sicherlich der Lockvogel Kartoffel. Wir haben aufgerufen zur Tauschaktion. Altkleider, die die Göttinger Bürgerinnen und Bürger uns bringen, und die bekommen dann dafür im Verhältnis 2:1 Kartoffeln. Und Kartoffeln als Grundnahrungsmittel scheint gut zu gehen. Ja, jeder braucht Kartoffeln, kann man viel mitmachen. Wie ist das zustande gekommen? Warum gerade Kartoffeln und warum gerade Kleidung? Wir haben diese Aktion bereits 2013 ein erstes Mal gemacht, damals als wir unsere schon bestehende Alttextiliensammlung erweitert haben, nämlich auf 150 Container, und haben das natürlich als Instrument des Marketing eingesetzt, um zu zeigen, also wir sammeln jetzt mehr Alttextilien, wir brauchen jetzt auch mehr Alttextilien, und wenn ihr uns eure Alttextilien bringt, dann fließt der Erlös, ein Teil des Erlöses, in den Göttinger Gebührenhaushalt ein. Okay. Das heißt, es stabilisiert die Gebühren und erleichtert eben somit auch die Kalkulation. Und ja, da hat es sich eben angeboten, ein Produkt aus der Region zu nehmen, gerade im Herbst, wenn Ernte ist, Kartoffeln. Deswegen sind wir auf die Kartoffel gekommen, und das ist ja echt der Renner. Ja, ganz offensichtlich. Man sieht hier schon eine riesige Schlange, die sich angesammelt hat. Oh, die war schon vor 14 Uhr hier, die Schlange. Ja, haben wir gesehen. Wo landen denn letztendlich die Klamotten? So, läuft das über die laufende Flüchtlingssituation, oder wie funktioniert das? Nein, die Altkleidersammlung ist ja schon eigentlich eine ganz, ganz alte Wertstoffverfassung in den verschiedensten Städten und Landkreisen. Die Altkleider, die wir sammeln, die geben wir nach halbjährlicher Abfrage immer an Entsorgungsbetriebe, Verwertungsbetriebe in dem Sinne, zwar auch zertifizierte. Und dort werden diese Altkleider, Sie glauben es jetzt oder lassen es, in über 300 verschiedene Sortierqualitäten auseinandergedröselt. In tragbar und nicht tragbar, aber eben auch in unterschiedliche Stoffarten, Sommerware, Winterware, Herbst-Frühjahrsware, für Kinder, für Erwachsene, wie auch immer. Also 300 Sortierkriterien werden dort erfüllt, und dann wandert es sowohl ins Inland wie auch ins Ausland. Ja, vielen Dank dann für... Die Aktion ist ein voller Erfolg. Wir machen es wieder Rest und kochen uns jetzt erstmal eine Kartoffelsuppe.